Der Bundesverfassungsschutz darf die AfD weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Der Inlandsgeheimdienst darf damit auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen. Das urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster. Die Partei hatte sich im Berufungsverfahren ja dagegen gewehrt. Das wurde abgewiesen. Bereits in der Vorinstanz hatten die Richter am Verwaltungsgericht Köln die Bewertung des Verfassungsschutzes aus dem Jahre 2022 bestätigt. Die AfD reagierte umgehend und kündigte an, vor die nächsthöhere Instanz zu ziehen, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Zugeschaltet ist mir nun der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Guten Tag, Herr Professor Patzelt. Einen schönen guten Tag. Damit also wieder eine juristische Niederlage für die AfD. Wie ordnen Sie aber den Richterspruch ein? Denn das Kapitel ist ja schließlich noch nicht beendet. Der Richterspruch bezieht sich nicht darauf, was die AfD ist, sondern darauf, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz sich rechtskonform verhalten hat, als es die AfD als einen gesicherten rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufte. Infolgedessen geht nun die politische oder das Ausbleiben der politischen Auseinandersetzung weiter. Denn wenn es nun breiter Konsens in Deutschland ist, dass die AfD eine rechtsextremistisch gefährliche Partei ist, dann wird es allmählich Zeit, ein Verbotsverfahren einzuleiten. Dazu wollen sich weder die Bundesregierung aufraffen, noch die Landesfürsten hier Druck machen. Lediglich der ostdeutsche Abgeordnete Wanderwitz versucht, aus dem Bundestag die notwendige Anzahl von Unterschriften zustande zu bringen. Das, was also jetzt allmählich notwendig wird, ist, dass der Staat nicht einfach nur zur Kenntnis nimmt oder sozusagen sich an einem juristischen Kampf gegen die AfD beteiligt, sondern diesen Kampf selbst aufnimmt oder es eben unterlässt. Herr Professor, aber was heißt das jetzt konkret für die AfD? Denn sie schwächelt in den Umfragen bundesweit. Und in Thüringen hat noch vor der Landtagswahl am 1. September offenbar die Selbstzerfleischung der Partei begonnen. Ja, für die AfD ist es so, dass sie nun von alten Sündern eingeholt wird. Sünde Nummer eins, immer wieder tüchtige Personen bei den Parteitagen scheitern zu lassen und aus der Partei zu verdrängen. Denn mit einer Frau Petri an der Spitze wäre der jetzige Zustand wahrscheinlich nicht so prekär für die AfD wie jetzt. Fehler Nummer zwei der AfD, nicht rechtzeitig dafür zu sorgen, dass wirklich tüchtige und auch nicht von der Öffentlichkeit mit plausiblen Vorwürfen überziehbare Leute in Spitzenpositionen kommen. Das ist aber mit dem Spitzenkandidaten für die Europawahl, Herrn Krah, genauso gekommen. Fehler Nummer drei, sich ein Dunstkreis von rechtsradikalen Leuten etwa im Umfeld der AfD-Bundestagsfraktion zuzulegen, wo man sich fragt, von wes Geistes Kind denn diese Leute noch verlassen werden können, um sich in solche Kreise hineinzubegeben. Und Fehler Nummer vier, sich lieber vor den eigenen Leuten demagogisch zu steigern, als systematisch solche Positionen zu vermeiden, die mit guten Gründen angreifbar sind. Die AfD wird von eigenen Fehlern eingeholt und freilich haben auch die Konkurrenzparteien zu diesen Fehlern beigetragen, indem sie nun jahrelang darauf verzichtet haben, mit der AfD tatsächlich in den politischen Nahkampf zu gehen. Aber wer ist verantwortlich für diese Fehler? Die Bundesspitze, Chrupalla und Weidel oder aber ist es die Stärke von Björn Höcke? Aber der verliert ja offenbar an Zuspruch. Verantwortlich dafür sind jene AfD-Parteitage, bei denen sich sozusagen die hingabewilligsten Leute klatschend den Demagogen der Partei anheimgegeben haben, zu denen unter anderem Höcke gehört, aber nicht nur er allein. Es sind diejenigen, die bei den Parteitagen nicht für einen vernünftigen Kurs der Partei gesorgt haben. Die Parteispitze versucht zu moderieren, macht da den einen oder anderen Fehler, dass man den Krah in den Bundesvorstand hat gelangen lassen, auf Wunsch von Höcke, soweit bekannt ist, war einer der weiteren Fehler. Und man sieht, dass im Grunde das alte Gesetz von sämtlichen Radikalinskis auch für die AfD zutrifft. Irgendwann zerfleischt man sich selbst und in Thüringen ist das derzeit zu besichtigen. Herr Professor, aber es gibt jetzt ein anderes Phänomen. Die AfD verliert Wähler deutlich in den Umfragen, aber diese Wähler scheinen nicht zu den etablierten Parteien zu gehen, sondern zu Sarah Wagenknecht, also zum Bündnis Sarah Wagenknecht, vor allen Dingen im Osten. Wie erklären Sie denn dieses Phänomen? Es ist ja von der einen Extrempartei zur anderen. Dieses Phänomen kann nur jene Leute überraschen, die immer der Meinung waren, die AfD ist nichts anderes als ein Haufen von Faschisten. Aber in Wirklichkeit ist die AfD nichts anderes als ein Alarmsignal, nämlich das Alarmsignal dafür,
dass sich viele in Deutschland von den etablierten politischen Parteien nicht nur im Stich gelassen, sondern auch noch arrogant behandelt fühlen. Und an dieser Stelle hat nun das Bündnis Sahra Wagenknecht seine wirklich große Chance. Und sie nutzt sie, Frau Wagenknecht, bislang offenkundig auch. Zum einen kann man eine Partei, in deren Mittelpunkt Frau Wagenknecht steht, schlechterdings nicht als eine faschistische, kryptofaschistische oder so weiter Partei bezeichnen, denn es kommt die Parteigründerin ganz klar sogar vom linken Flügel der PDS, von der marxistischen Plattform. Zum anderen aber, wenn Sie auf das Kurzprogramm des Bündnisses Sahra Wagenknecht blicken, entdecken Sie dort alles, was auch der AfD wert und teuer ist. Der Kampf gegen einen übergriffigen Staat, der die persönliche Freiheit unterminiert. Das Eintreten für eine weiterhin funktionsfähige deutsche mittelständische Wirtschaft. Das Eintreten dafür, dass man Migration begrenzt. Und zu allerletzt auch noch das Eintreten dafür, dass man die Ukraine im Krieg gegen Russland nicht unterstützt, sondern darauf hinwirkt, ja, dass möglichst schnell der Krieg vorbei ist. All das kommt im Osten sehr stark an, im Westen auch. Infolgedessen ist die Denkweise verkehrt, dass man glaubt, die Leute wechseln vom Rechtsextremismus zum Linksextremismus. Weder trifft das die AfD korrekt und schon gar nicht trifft das das Bündnis Sahra Wagenknecht. Professor Werner Patzelt, ich danke Ihnen für Ihre Einordnungen und das Gespräch. Gern geschehen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.